Annalena. Hi. Machst du mir bitte ein Alt? Du bist aber nicht mit dem Auto da, oder? Ach, lass den Quatsch. Ich hab nicht vor, mich zu betrinken. Naja, wie das blühende Leben siehst du aber auch nicht gerade aus. Caroline hat mir alles erzählt. Hey, ich wollte ein Glas Bier, nicht einen ganzen Eimer. Oh, Entschuldigung, sorry. Bitte. Danke. Du weißt jetzt, mit wem Caroline dich betrogen hat? Ja. Wie ist die Stimmung bei euch auf Friedenau? Wie soll die Stimmung schon sein, wenn du von dem Seitensprung deiner Frau erfährst? Und? Naja, ich meine, wirst du weiter mit Caroline zusammenbleiben? Der Typ bedeutet ihr nichts. Das sagt sie jedenfalls. Und Christoph meint... Christoph? Sie trägt mein Kind, verstehst du? Und ich liebe sie ja auch. Aber was ist denn jetzt mit Christoph? Er meinte auch, es wäre ein einmaliger Ausrutscher und dass Caroline mich so liebt, wie ich sie. Da bist du dir ganz sicher? Wir hatten damals eine schwierige Zeit. Und wenn dieser Kunststudent nicht gewesen wäre... Kunststudent? Ja, der Typ, mit dem sie mich betrogen hat. Wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht einen anderen kennengelernt. Was spielt das für eine Rolle? Und du bist dir ganz sicher, dass du das einfach so wegsteckst? Das weiß ich nicht. Hey Nina, hast du einen Moment Zeit? Ich muss mit dir reden. Ja, Moment. Kannst du mal ganz kurz übernehmen? Dann setzen wir uns darüber. Nina, ich... Du bist mir vielleicht eine tolle Freundin. Wie meinst du das? Sag mir nur eins. Hast du die ganze Zeit von Carolins Affäre gewusst? Henning, das ist alles nicht so einfach. Hast du es gewusst, ja oder nein? Ja, ich meine nein. Ich hab's gemacht. Wieso hast du mir nichts gesagt? Henning, ich konnte nicht. Wie, du konntest nicht? Ich dachte, du bist meine Freundin.